Hey und willkommen zum zweiten Teil des Vorinterviews zum Lügendetektortest. In der Videobeschreibung findet ihr Links zum ersten Teil und einen Link zum kompletten fünfstündigen englischen Verhör. Machte Shanann viel Geld damit? Ja, sie macht fast so viel Geld wie ich. Wirklich? Ja. Und wie viel ist das? Denn ich weiß nicht, wie viel du machst. Ungefähr 65, 70. Okay, und sie macht so viel nur mit Thrive? Wow. Wie viele Leute hat sie unter sich? Also, Leute, die unter ihr unterschrieben haben, wahrscheinlich 200. Aber sowas wie aktive Leute, die es bewerben, ich meine, das sind wahrscheinlich 50 oder so. Aber also, sie hat, ihr Team macht ungefähr 80.000 Dollar im Monat. Oh mein Gott, das ist verrückt für diese Art von Produkt. Okay, also sie ist auf dieser Konferenz. Und offensichtlich sogar davor, also, du weißt schon, du sagtest, dass ihr irgendwie schon über Trennung geredet habt oder was auch immer, als sie ins Bett kam oder nachdem du aufgewacht bist. Ja. Wann fing das an? Also, das war in den 5 Wochen, in denen wir, also als sie in North Carolina war und ich hier war. Und wann ist sie los nach North Carolina? Welches Datum war das? Am 26. Juni. Also am Ende des Junis? Ja, es war. Sie fliegt im Juni und das ist als was auch immer. Ja, also dadurch, also wenn wir uns sprachen und alles, schrieben und einander anriefen und so, konnten wir fühlen, also da war diese Unterbrechung der Verbindung. Und über diesen Zeitraum hinweg, also unsere Unterhaltung waren kürzer, Textnachrichten waren ein bisschen weniger, du weißt schon, sowas wie mehr von der emotionalen Art her, mehr weniger lovey-dovey in der Art. Also erklär mir, vor Juni, waren da auch irgendwelche anderen Probleme, wenn es um eure Beziehung geht? Ich meine, jeder geht durch Höhen und Tiefen. Ja, ich meine also, vor über einem Jahr ist es mehr, das du weißt schon. Ich konnte sehen, dass wir vielleicht, da war nicht mehr die Leidenschaft, wie du weißt schon, die da war, als wir uns das erste Mal trafen, der Funke und all das. Aber also, wie du sagtest, hoch und runter, Ehe ist wie, die haben ihre Tiefen und die haben ihre Höhen. Und also, ich habe einfach gehofft, dass wir können einfach wie, es wird sich von selbst lösen. Also soweit. Es ist schwer mit Babys und du weißt, wenn Kinder involviert sind, ist es ein bisschen schwerer. Zumindest was die Zeit getrennt von dem Partner betrifft. Und du weißt, zu versuchen, Zeit für sie zu nehmen. Ja. Und ihnen emotionale Aufmerksamkeit und sowas zu geben. Das kann irgendwie angespannt werden. Mhm. Fühltest du das, als ihr anfing, Kinder zu haben? Oder ich fühltest meine, du das sogar davor? Ja, wir gingen also nicht auf eine Menge Dates, nachdem wir Kinder hatten. Du weißt schon, Kinder nehmen eine Menge deiner Zeit in Anspruch. Sie nehmen viel ein. Es ist, du willst dich eher auf die Kinder fokussieren die ganze Zeit. Und das ist, was wir taten. Und wir haben uns nicht wirklich viel auf uns selbst konzentriert. Ich denke, das ist nur, also, ich beschuldige nicht die Kinder für den Abriss der Verbindung oder was. Aber ja, wir fokussierten uns auf die Kinder also die ganze Zeit. Aber also, und dann also, und als unsere Beziehung länger und länger wurde, war es mehr wie, ich konnte die fehlende Verbundenheit fühlen, die da war. Also, wenn wir sprachen, also, wir hatten keine tiefgründigen Unterhaltungen mehr. Du weißt schon, nichts dergleichen. Aber das ist, als es alles anfing und ich hoffte, du weißt schon, dass es sich von alleine ausarbeiten würde. So sein wie, als ich alleine war, wo sie die 5 Wochen in North Carolina und ich hier war. Also fühlte ich es einfach mehr. Erzähl mir davon, was meinst du damit? Also du konntest die Unverbundenheit fühlen in Unterhaltungen, die wir hatten. Und die waren irgendwie kurz und wie, die fühlten sich an wie, also du weißt, wenn wir einander schrieben, war es nicht das Gleiche. Wenn es darum geht, wie Anrufe, nichts war dasselbe. Und man konnte, als ich dort ankam, es ist als alles, du konntest sozusagen, zum Beispiel als wir redeten, es war nichts war. Ja, erzähl mir davon, wie war es, als du da rausflogst? Ja, als ich da ankam, war es wie, man konnte fühlen wie, komme am Flughafen an, du weißt, wirble die Kinder herum. Die kamen angerannt, die rannten durch den Alarm und alles. Die rannten an einen Ort, an den sie noch nicht mal rennen durften. Und gab ihnen eine riesengroße Umarmung und alles. Und also gab Shanann eine Umarmung und alles. Und du konntest von Anfang an fühlen, alles fühlte sich einfach anders an. Mit den Kindern oder irgendwas in dir? Die Kinder waren da in Ordnung. Aber danach war es einfach, jede Nacht war es einfach mehr wie, wir redeten, aber es war wie, hauptsächlich war es per Nachricht. Auch als du da warst? Ja, denn es war mehr wie, wann immer wir darüber redeten, wie wir uns fühlten, es war mehr wie, also wir schrieben uns einfach hin und her, so in der Art. Denn das ist, wie wir unsere Gefühle mehr rüberbringen konnten. Weil ihre jeder war noch da. Wir waren nicht wirklich allein, denn ihre Eltern waren da. Also wann, erzähl mir,
Wann war die erste Nachricht? Du weißt schon. Wie sah die erste Nachricht aus, als einer von euch beiden, du weißt, mit dem anderen zu sprechen, sich vielleicht zu trennen oder sich nicht gut zu fühlen mit der Beziehung oder was auch immer? Wer war die erste Person, die diese Nachricht sendete? Und wie sah diese Nachricht aus? Die ist wahrscheinlich auf ihrem Handy, aber es war so, als ich da ankam. Am 31. Juli gingen wir zum Strand und am 1. August. Und ihr Vater war da für ein paar Tage und dann kam ihre Mutter. Also wir waren nie wirklich alleine, also alleine zusammen. Das ist, warum manche unserer Unterhaltungen per Nachricht waren, wenn es darum ging. Also während ihr beide da zusammen seid, schreibt ihr immer noch? Ja, worum gingen die Nachrichten? Wie lauteten die? Nur irgendwie... Wo entwickelt sich unsere Beziehung hin, so in der Art? Also wo, also, wir bringen noch ein Kind in diese Welt, also wie wird unsere Beziehung aussehen? Also wird es, werden wir das klären? Oder wird das zur Trennung führen? Führt es dazu, dass wir zusammenbleiben und höflich mit den Kindern sind? Oder werden wir auf getrennten Wegen sein und Sachen wie diese? Und was hat sie, was war ihre Reaktion auf all das? Es war, ich meine vieles, es war emotional viel Geweine. Es war einfach nicht sicher, wie ich das formulieren soll. Es war mehr wie eine, was werden wir tun? Also, wie können wir das? Wie machen wir, dass es funktioniert? Also, deine Frau wollte, dass es funktioniert? Wir beide wollten sehen, ob es, okay, wird dies es zum Funktionieren bringen? Wird es funktionieren wie, sind wir noch an dem Punkt in unserer Beziehung, wo wir es zum Laufen bringen werden. Also es war wie, als sie nach Arizona ging, vertraute sie sich einem Haufen ihrer Freunde an bezüglich, was vor sich geht, bezüglich, wo unsere Beziehung war. Und woher weißt du das? Es war, als das Verschwinden passiert ist. Also, dass sie wussten, ich wusste nicht, ob sie es wissen oder nicht. Sie meldeten sich bei dir und sagten dir, dass sie es wissen? Ich sagte ihnen, weißt du, wir waren, du weißt schon, wir ziehen die Trennung durch und alles. Oh, wir wussten, ihr beiden habt da ein paar Probleme und alles. Also, oh, okay, wusste ich nicht. Sagten sie dir, was Shanann gesagt hat? Nein, sie sagten nur, wie sie gesehen haben. Sahen ihren emotionalen Zustand, es war nicht dasselbe. Sie konnten sagen, also etwas war anders mit ihr. Also in North Carolina ist es das erste Mal, dass ihr beiden drüber geredet habt, vielleicht nicht mehr zusammen zu sein und vielleicht das Leben getrennt zu leben? Ja. Okay, und war es mehr, dass du es ihr gegenüber aufgebracht hast oder sie es dir gegenüber aufgebracht? Ich habe es ihr gegenüber aufgebracht. Okay. Hat sie dich gefragt, warum? Also warum jetzt? Du weißt, wir haben ein Baby und sowas. Ja. Was hast du ihr darauf geantwortet? Ja, es war einfach mehr. Ich fühlte nicht mehr diese Verbundenheit. Also sich entliebt haben, so in der Art, oder? Ja, das war mehr wie, ich fühle nicht mehr dasselbe, was ich gefühlt habe. Also ich denke nicht, dass wir diese Verbundenheit haben, wo ich einfach ich selbst sein kann. Und dass ich all das sein kann, was ich gerade für dich sein müsste. Und das ist, wie ich ihr das erklärt habe. Und sie sagte was? Sie wusste nicht wirklich, was sie sagen sollte. Es war nur, ich wusste es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Aber, also ich möchte dran arbeiten. Und ich will sehen, wo das hinführt. Wie wir es reparieren können. Also mit einem Buch oder Paartherapie oder... Also nach deiner Unterhaltung mit ihr war es dein... Das war in North Carolina. Glaube, ihr beide würdet es versuchen, dran zu arbeiten zusammen? Nur um zu sehen, ob es funktioniert oder... Naja, irgendwie sehen. Also, wir nehmen diese Woche, denn es war eine emotionale Woche. Nur allein wegen all dem, was wir sagten. Wie zum Beispiel was wir dachten. Und besonders ein anderes Kind in diese Welt zu bringen. Es ist. Also wir wollen, dass diese Umgebung so gesund wie möglich ist. Sicher. Habt ihr beide... Oh, Entschuldigung, es ist kalt hier drin. Kein Problem. Ich drehe es ein wenig hoch. Habt ihr beiden im selben Bett geschlafen? Während du da warst? In, North oder... North Carolina, ja. Ja, also da war... Ich schlief im Kinderzimmer einmal oder schlief im Kinderzimmer einmal und ein anderes Mal habe ich auf der Couch geschlafen. Und das war wegen der Anspannung? Ja, da war Anspannung drin während der Reise. Und dann, als wir hier ankamen. Aber als ihr da wart, hattet ihr da überhaupt Sex oder... Nein. Okay, wart ihr zwei zärtlich zueinander nach dem Kuss am Flughafen? Nicht wirklich. Okay. Das war das... Beste, was wir fühlen konnten. Es war nicht wirklich da zu dem Zeitpunkt. Okay, und bis zu dem Zeitpunkt, wo sie ging, war es, du weißt schon, zärtlich und... Nein.
Wie war euer Sexleben? Ich meine, das letzte Mal, dass wir Sex hatten, war im Mai. Also als das Kind geboren wurde. Oder das Kind erzeugt wurde. Also, das wäre im Mai? Das war in, also, denn sie fand es raus, zweite Woche des Junis. Also wäre es Mai gewesen. Und war da, eine Feierlichkeit oder was? Du weißt, seid ihr ausgegangen, hattet ihr ein Date? Nein, sie besorgte mir 3 T-Shirts. Die hatten eine, sowas, du weißt schon. Sowas wie Dad mit Verursacher von 3 in der Art. Sie hatte das Hauptshirt, das sagte, alles was ich wollte war Rückenkraulen in der Art. Aber wenn es darum geht, als ihr Sex im Mai hattet, war irgendwas Besonderes deswegen? Na, wir hatten darüber geredet, also sind Pros und Kontras durchgegangen, ein anderes Kind zu haben. Und also, wir hatten keine Feierlichkeit, also, um Sex zu haben. Also ihr beide habt darüber geredet, vielleicht ein anderes Kind zu haben? Und habt dann versucht, ein anderes Kind zu haben? Ja, ich denke, man muss gehen und warten, bis sie ihren Eisprung hatte, so in der Art. Hat sie das im Blick behalten? Hat sie immer auf ihrem Handy. Ist ein Ordnungszwang nicht großartig? Sowas wie ein Zyklusplaner, so in der Art. Und das sagt's dir. Okay. Also fandest du, der Sex war mehr wie ein Job? Oder hast du es mit deiner Frau wirklich genossen? Soweit, denn manchmal... Ich fühlte niemals, dass es wie eine Aufgabe war, okay, oder sowas. Okay, also wart ihr nicht, wir müssen es jetzt tun, um schwanger zu werden? Nein, oder was auch also, immer, so war es nein, nicht? Nein, es war nicht. Ich meine, wann immer man es probiert, ein Kind zu haben, ich meine, musst du diesen Teil planen, wenn es darum geht. Denn du kannst nicht einfach, du weißt schon, jeden Tag Sex haben oder 2-mal am Tag, um schwanger zu werden. Du musst sozusagen einmal und dann warten, 2 Tage oder was immer die Formel ist. Wie sie sagte, du musst 2 Tage warten und es dann nochmal probieren. Okay. Aber das ist, was das war. Okay. Also, vor dieser Zeit im Mai, wie oft würdest du sagen, hattet ihr beide Sex? Vielleicht so... 1 oder 2-mal die Woche, okay? Also warum denkst du, es hat abrupt gestoppt, direkt nachdem sie schwanger wurde? Im Mai. Also da war... Es ist schwer zu beschreiben. Wir machten kleine Zeitspannen durch, wo es vielleicht nicht, also... Einmal jede... 1 oder 2-mal die Woche war. Also da waren Zeiten, wo wir 1 oder 2 Monate ohne Sex waren. Also und manchmal würde ich's versuchen... Und du weißt schon, vielleicht war sie müde oder irgendwas war los. Sie war angespannt oder irgendwas. Sie sagte, nein, nicht heute Nacht. So in der Art. Also ich war derjenige, der normalerweise den Anfang machte. Mhm. Aber also ich würde sagen, die meiste Zeit war es. Also ich wurde abgewiesen. Aber ich meine, das ist das Eheleben. Du versuchst es weiter? Du versuchst es. Ich meine, du hörst nie auf, es zu versuchen. Ich meine, dass, wenn es sich wie ein Job oder eine Aufgabe anfühlen würde, würdest du es nicht versuchen. Mhm. Aber weißt du, ich habe es genossen, mit ihr Sex zu haben. Das ist, was ich meine. In Ordnung. Wenn es darum geht, also, was in North Carolina war, als ihr beiden das Thema angingt, euch vielleicht zu trennen oder was auch immer, hat sie dich beschuldigt wegen, du weißt, Körper? Ich meine, normale Ehefrau würde fragen. Oh ja. Würde ja. Sagen, wer ist es? Du weißt, wie... Die Fremdgesache. Ja, ich meine, das kam irgendwie auch, weißt du, und ich sagte, du weißt, das würde nie passieren. Du weißt, was für ein Typ ich bin. Ich war bei einem Freund zu Hause, Jeremy. Er sagte sowas wie, weißt du, du bist der Typ, Mann, der, ich könnte dich eine Woche mit meiner Frau losschicken und würde wissen, nichts wird passieren. So in der Art. Sie wissen, Leute wissen, was für eine Person ich bin. Ein solider Typ. Ja, ich bin nicht die Art von Typ, der sagt, in Ordnung, meine Frau ist weg. Also wer ist das Mädchen, das ich finden kann für die Nächte der 5 Wochen? Also nein, das bin ich nicht. Ich respektiere einfach meine Frau und sie respektiert mich. Also sie ist, da ist kein Anzeichen, sie könnte... Also wenn sie irgendwo ist, wo sie sicher ist jetzt gerade. Also ich würde nicht denken, es wäre mit einem Typen. Also ich meine, wenn es so ist, fein. Ich möchte, dass sie sicher ist, ich möchte, dass sie nach Hause kommt. Wenn sie mit einem Typen war, großartig, komm zurück nach Hause. Darüber reden wir später. Mhm. Aber ich habe nie den Verdacht gehabt, sie würde dasselbe tun, mir irgendwas antun. Sie fragte, hast du eine? Ich sagte, nein, ich habe keine Affäre. Das ist das Letzte, worüber du dir Gedanken machen solltest. Und beschuldigte sie dich, andere Sachen zu machen, wenn du nicht an dein Telefon gingst? Oder, oh nein, sie war wie, sie würde fragen, also, kannst du das für mich tun? Kannst du das Medikament für mich finden und mir ein Bild davon senden? Kannst du zum Beispiel etwas im Haus finden? Ich meine kleine Sachen, damit sie wusste, dass ich im Haus war. Also ich meine, es ist wie, ich bin. Sie hatte keinen wirklichen Grund, diese Angst in ihrem Kopf zu haben. Aber weg zu sein für, du weißt schon,
diese Länge der Zeit und schwanger zu sein und da macht sie sich solche Gedanken. War sie jemals weg für so lange davor? Nein. Sie ist mit ihrer Mom und sie wird wirklich, weißt du, ihre Mom ist wirklich, also sie ist Vollblut-Italienerin. Sie ist immer wie, du weißt schon, dreht durch wegen allem. Und das macht Shanann ziemlich unruhig manchmal. Und also, du weißt wie, es ist eine Menge Stress da drüben zu sein mit, du weißt schon, ihre Familie und meine Familie, soweit es um jeden geht. Du weißt schon, sie ist da alleine mit den Kindern. Kommt ihr alle miteinander klar? Ich meine ja, wir sind ziemlich höflich. Du sagtest, du gingst alleine zu deinen Eltern. Also ist da ein Grund, warum Shanann und die Mädchen nicht gingen? Ja, denn da war ein Vorfall, wo meine Mom etwas im Haus hatte, das hieß, sie nicht konnte. Sie war allergisch dagegen. Was war das? Es war irgendwelche Eiscreme. Und woran sind deine Kinder erkrankt, nehme ich an, wäre das Bessere zu sagen. Sie ist allergisch gegen Nüsse. Okay. Und, also nicht Erdnüsse. Mein Kind ist allergisch gegen Erdnüsse und nicht Nüsse. Also, ja, also Erdnüsse sind eher vom, ich nehme an, wachsen immer auf dem Boden. Also die Nüsse wie Pistazien und Cashews und solche Dinger. Das sind die guten. Ah ja, und Kiwi. Kiwi wächst wie, ich nehme an, die Sporen haben etwas, das verwandt ist mit Nüssen. Wir haben das auf dem harten Weg herausgefunden. Ja, also da war ein Vorfall, wo sie hatte etwas im Haus, soweit wie es war Eiscreme, die Cici nicht haben konnte. Und die Kinder meiner Schwester gingen und nahmen sich welche und aß direkt neben Cici. Und schön, es war einfach ein Punkt, wo an dem Shanann sagte, also sie kann hier nicht nochmal rüberkommen. Weil ich meine, denn Cici ist so eine, sie würde einfach hinlangen. Sie würde einfach zugreifen. Ich meine, oh, wenn meine Schwesters Kind. Es würde so schnell passieren, dass man es nicht du wissen würde. Du würdest es nicht wissen, denn ich meine also, wie wir rausfanden, dass Nüsse ein Problem waren. Cici hatte einen Krümel einer Cashew. Und dieser Krümel brachte sie zum Reagieren. Und ihre Reaktionen wurden schlimmer. Ihre letzte Palette war ein paar, vor ein oder zwei Monaten oder so. Und ihre Reaktion war schlimmer, als sie ihren Rücken prickten und alles. Sowas wie das brachte Shanann dahin, also, in Ordnung, sie können nie wieder hier rüberkommen, wenn ihr das und das im Haus habt. Das war irgendwie, das ist, warum das passiert ist. Wann war das? War das während dieser Reise oder davor? Es war in der 5-Wochen-Spanne. Okay. Ja, und sie hatten die Kids 2 Wochen nicht gesehen, als ich da ankam. Und Shanann sagte, ich denke, sie können da nicht rüber, jetzt gerade. Was hast du darüber gedacht? Ich war verletzt. Ich sagte, du weißt, ich will, dass meine Eltern ihre Enkelbabys sehen. Weißt du also, selbst wenn es nur das, ich meine, es war, wir machten noch nicht mal FaceTime. Also irgendwie, so wie als ich darüber bin. Ich wollte die Kinder mitbringen, aber ich respektierte ihre Entscheidung. Okay, wenn du die Kinder im Moment nicht darüber lassen willst, ist das fein. Aber ich will meine Eltern sehen, wenn ich schon hier bin. Also ich bin hier für eine Woche. Ich möchte mindestens darüber sie umarmen, meine Schwester sehen. Ihren Mann und ihre Kinder auch und sagen, hey, zusammen kochen und abhängen. Weißt du, ob Shanann jemanden in North Carolina davon erzählt hat, was los war? Oh, ich bin sicher, das hat sie. Was denkst du, wem sie es erzählt hat? Oh, sie hat es wahrscheinlich, Leuten hier erzählt und Nicole wusste es wahrscheinlich. Cassie wusste es wahrscheinlich. Aber da sie... Nicole lebt hier, Cassie lebt da. Da sind einige ihrer guten Freunde. Aber hätte sie das jemanden ihrer Familie oder ihrer Freunde in North Carolina erzählt? Ich bin nicht sicher, ob ihre Mom es wusste oder nicht, ob das der Fall war. Ist sie sehr vertraut mit ihrer Mom? Oh ja. Was ist mit Paartherapie? Habt ihr beiden über Paartherapie geredet? Ja. Wann habt ihr darüber geredet? Das war wahrscheinlich, wir kamen am 7. zurück, ich ging am 8. zur Arbeit. Also wahrscheinlich am 8. oder so. Oh, direkt bevor sie los ist? Ja. Ich glaube, sie ging am 10., ist das richtig? Ja. Okay, was kam dabei raus, als ihr beide über Paartherapie gesprochen habt? Es war, ich denke nicht wirklich, dass wir es brauchten, zur Paartherapie zu gehen. Also ich war nie. Ich meine, was wir einander sagen, fühlte ich, könnten wir uns auch so sagen. Mhm. Ohne, dass wir irgendwo zu jemandem nach Hause gehen müssen und mit denen darüber zu reden. Aber sie sagte, ein paar ihrer Freunde, die verheiratet sind und die ein- oder zweimal bei der Paartherapie waren, sind immer noch zusammen, so in der Art. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir es wirklich brauchen. Aber ich meine, ich war offen für die Idee, denn ich dachte, in Ordnung, wenn sie es wirklich, wirklich, wirklich möchte, dass dies hier funktioniert. Ich wollte es nicht wirklich tun. Einfach, weil ich nicht dachte, dass wir das tun müssen. Hast du mit Shanann an dem Abend gesprochen? Ja, das habe ich.
Hast du sie gefacetimed mit dem Mädchen oder... Oh nein, sie, wenn sie weg ist und sowas. Facetime wir nicht, weil sie darauf wirklich reagieren würden. Oh, weil sie traurig wären. Sie wären traurig, ja. Wie Bella, die fragte viel wegen ihr. Also sprach sie mit ihnen? War da zum Beispiel ein Telefonanruf oder... Nein, da war kein Kontakt zwischen ihr und den Kindern, während sie weg war. Und das? Das ist also, ist normal. Also wenn sie wie letztes Mal, da war eine Thrive-Veranstaltung. Das war, sie flog nach Kanada und es war einfach, sprich nicht mit den Mädchen. Die würden eine Heulparty haben. Und du sagtest, das kann ich nicht ertragen. Ich meine, sie weiß das. Also, und das würde sie auch wirklich zum Weinen bringen. Mhm. Also ihr drei kommt rein oder hängt im Haus rum, spielt im Haus. Was passiert während der Abendbrotzeit? Also Jeremy Lindstrom, eine seiner Töchter, McKenna, passte auf die Mädchen auf an dem Abend. Ich ging zu einem Rocky-Spiel. Okay, mit wem bist du zum Rocky-Spiel gegangen? Ich war Leute von der Arbeit. Und mit wem bist du gegangen von der Arbeit? Es war Cody. Und... Sein Nachname ist wichtig, denn ich weiß nicht, wer die Leute sind. Oh ja, also Cody Bourgeois. Und... Ja, es war ein Losverfahren bei der Arbeit. Ah, okay. Also es war eine Arbeitsveranstaltung. Aber es war mit Cody Bourgeois und Sam Roof. Diese zwei Typen? Ja. Okay, also nur ihr drei seid gegangen? Ja, und dann kam ich nach Hause so gegen 11. Haben sie gewonnen? Oh ja, es war ein Walk-off-Home-Run von 3 in der zweiten Hälfte der 9. Spielzeit. Also das ist Samstag, richtig? Samstagabend. Um welche Zeit bist du eigentlich los, um zum Rockies-Spiel zu gehen? War gegen 17 Uhr. Und wann fing das Spiel an? 19 Uhr? 18.10 Uhr. 18.10 Uhr? Hattet ihr irgendwelches Abendessen oder... Ja, im Lazy Dog. Im Lazy Dog? Mit wem hast du Abend gegessen? Mit denselben Leuten. Okay. Ja, also kam da an, ging zum Rockies-Spiel, kam zurück... Gegen 23 Uhr oder so, hielt an der Tankstelle neben dem Haus, holte Geld für McKenna. Gab es ihr. Welche Tankstelle ist das? Die direkt bei unserem Haus. Weißt du, was für eine das ist, oder? Conoco? Ich denke, das ist es. Sie ist neben einem Pinocchio-Restaurant. Okay. Also... Ist der Geldautomat drinne? Ja, ja. Okay. Also, das haben wir. Redete mit Shannon auf dem Weg nach Hause. Von dem Rockies-Spiel? Ja. Wie kamst du da hin und zurück? Mit dem Lexus. Oh, dem Lexus. Also hast du jemanden abgeholt oder jemanden eine Fahrt gegeben? Nein. Du hast sie nur da getroffen? Ja. Wo waren eure Sitzplätze? Erinnerst du dich? Es war links von der Endbasis. Sind das gute Plätze? Sie sind in Ordnung. Erste Kategorie? Ungefähr 10 Reihen nach oben, vielleicht ein bisschen höher. Nett? Es war nicht gerade schlecht. Treffen du und deine Arbeitskollegen sich ab und zu miteinander? Nicht hauptsächlich. Das war einfach eine zufällige Sache. Ich habe noch nie etwas gewonnen, das war eine dieser zufälligen Sachen. Wählst du sie aus, mitzugehen? Nein, ich habe einfach das eine Ticket gewonnen. Ja, alle drei gewannen ein Ticket? Ja. Und hat noch jemand dich da getroffen? Jemand von der Arbeit oder? Oh nein, es war nur eine zufällige Sache. Okay. Ja, als wir nach Hause kamen und ich Shannon anrief, ich fragte sie, wie viel ich McKenna geben soll. Sie sagte, gib ihr 60 oder 50. Ich sagte, ich gebe ihr einfach 50, denn ich will sie nicht überbezahlen. Sie sagte, okay. Als ich da ankam, war der Expedition da. Ich denke, das war das Auto von Jeremys Frau. Und ich gab ihr das Geld. Den Mädchen ging's gut. Sie aßen Pizza. Ich bestellte Pizza für sie an dem Abend, bevor ich ging. Und dann danach ging ich rein und ging ins Bett. Und dann... Waren die Mädchen schon im Bett? Oh ja, sie waren total weggetreten. Also okay, du bekommst sie in ihre Pyjama, gab ihnen Abendessen, facetimte dann Shanans Eltern. Also nicht Shanann, nur ihre Eltern? Ja, ihre Eltern. Okay, perfekt. Also sie facetimten mit ihnen für eine kleine Weile. Danach saßen sie auf der Couch. Eine kleine, sie haben Minnie Maus. Sisi hat die Minnie Maus Couch. Und Bella hat die Sophia, die erste Couch. Sie chillen da, ich gebe ihnen einen kleinen Snack und Celeste hat ein paar Vanillewaffeln, Bella hat ein paar Pommes. Und dann wollten die beiden wechseln, nachdem sie fertig waren, also... Entschuldigung. Bella hatte danach Vanillewaffeln, Sisi hatte Käsestücke oder sowas. Okay. Und dann danach einfach Zähne putzen und machte sie fertig fürs Bett. Sie ging nochmal aufs Klo, so wie sie das normal machen, und brachte sie ins Bett. Gehen sie normalerweise gleich ins Bett, oder? Oh, sie liegen im Bett. Also sie kommen nicht raus, sobald erstmal ihre Regenmaschinen an sind und die Lichter aus.
Also Bella kam zweimal raus, weil sie wusste, Shanann würde nach Hause kommen. Ich hatte ihr gesagt, alles in Ordnung, sie kommt Montag. Mhm. Denn also Shanann geht nicht einfach da rein und weckt sie auf. Mitten in der Nacht, so in der Art. Mhm. Also sagte ich ihr, oh, sie wird Montag, sie wusste. Ich bleibe wach. Ja, sie machte, ist es soweit? Also sie kommt raus, ist sie schon zu Hause? Nein, Baby, wenn du aufwachst, okay? Okay. Ungefähr zweimal kam sie raus, fragte deswegen. Aber Celeste schlief. Sie hat das noch nicht gemacht. Das war's mit dem zweiten Teil des Lügendetektor-4-Interviews. Was glaubt ihr, welche Aussagen von Chris gelogen waren? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr das bisher noch nicht gemacht habt, euch die Videos aber gefallen, abonniert den Kanal. Und nun ein Danke an Snoopstar, der diese Woche eine Spende an den Weißen Ring entrichtet hat. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal dabei, wenn's wieder heißt, eine neue Folge Jules Crimes.